Ich habe eine Folie zu mir selbst, weil ich bin immer so schlecht vorzustellen. Ich habe keine vernünftige Berufsbezeichnung. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen dieses digitalen Wandels. Ich kenne mich so halbwegs aus in der Welt von Bildung und Lernen. Ich habe mal ein Diplom gekriegt für Pädagogik. Und ich kenne mich halbwegs aus in der Welt der digitalen Medien und der Kommunikation. Und das interessiert mich jetzt weniger vor dem Hintergrund technisch oder psychologisch oder juristisch, sondern eher vor der Folie, wie verändert sich da Gesellschaft, wie verändert sich auch unser Verständnis von Lernen und von Bildung und von dem Auftrag von Bildungsinstitutionen. Und das, was ich mache, habe ich jetzt in einer Animation dargestellt. Das ist der größte Spezialeffekt der ganzen Präsentation. Da versuche ich zu arbeiten, also diese beiden Welten mehr miteinander ins Gespräch zu bringen, als sie es eigentlich machen. Auch da muss man sagen, Empfehlung 1 von Beat Döbeli gerissen. Ich erzähle jetzt denjenigen etwas davon, die eigentlich das nicht erzählt kriegen müssten. Wenn man keine vernünftige Berufsbezeichnung hat, nennt man sich übrigens Berater. Eine Folie habe ich drin gelassen, alle anderen zum Thema Revolution habe ich jetzt nach Beats Vortrag rausgeworfen. 1984, Spiegeltitel: Revolution im Unterricht, der Computer wird Pflicht. 31 Jahre später hat Beat die Lage wunderbar skizziert. Ich würde tatsächlich mich trotzdem trauen, jetzt noch weiter zu überlegen, wie geht es weiter. Meine Vermutung ist, dass nur so als Hintergrund, als erste Antwort vielleicht auch auf Beats Vortrag, vielleicht kann man später mal sagen, es war eine Tipping-Point-Entwicklung. Also es hat einfach 30 Jahre oder 35 Jahre, wenn man 79 anfängt, gebraucht mit dieser unglaublich langsamen ansteigenden Kurve. Und vielleicht wird dann in den Geschichtsbüchern stehen, 2015, als wir in Österreich zusammensaßen, war ein Tipping Point erreicht. Lässt sich ein Tipping Point festmachen? Das kann man ja dann eigentlich relativ willkürlich im Nachhinein sagen, so, da war der Moment, wo es durch die Decke ging. Wer weiß. Ein Vortrag in 3 Schritten. Wo stehen wir gerade? Was ist 2015 anders, als es vielleicht 1984 war? Wohin geht die Reise gerade? Was wird in den Geschichtsbüchern stehen, war 2015 so die Frage, die wir diskutiert oder entschieden haben, und schließlich als Ausgangspunkt für die Diskussion, inwieweit wird uns das herausfordern oder, wie meine Vermutung ist, auch überfordern, was ich davor skizziert habe. Erstens, wo stehen wir in zweierlei Hinsicht? Das eine ist die Frage nach der pädagogisch-gesellschaftlichen Grundlage, die will ich versuchen, mit Andreas Schleicher zu beantworten. Das zweite ist die technisch-gesellschaftliche Grundlage, das will ich versuchen, mit Mary Poppins zu beantworten. Zwei Koryphäen des pädagogischen Diskurses. Andreas Schleicher, ich weiß gar nicht, wie in Österreich so die Rezeption Andreas Schleichers Werk ist. In Deutschland wird er meiner Meinung nach vollkommen verkannt, also er wird auf ganz andere Sachen festgelegt, als er eigentlich in seiner Arbeit so hervorbringt. Ich habe ein Zitat von ihm rausgesucht, was, finde ich, sehr treffend die pädagogische Grundlage des aktuellen Diskurses auf den Punkt bringt. Ich versuche es mal schnell zu übersetzen. Er sagt also, einfach gesagt, braucht die Welt oder belohnt die Welt nicht länger diejenigen Menschen, die etwas wissen, die belohnt sie nicht mehr für das, was sie wissen. Google weiß ja schon alles, sondern für das, was sie mit ihrem Wissen anfangen können. Weil das das Hauptunterschiedsmerkmal heute ist, muss eine umfassende Bildung viel stärker sich um folgende Dinge kümmern. Erstens, Ways of Thinking, immer schlecht zu übersetzen, Kreativität, kritisches Denken, Problem lösen, Entscheidungen treffen. Zweitens, Ways of Working, Kommunikation, Zusammenarbeit mit anderen. Tools for Working, also die Möglichkeit, neue Technologien zu erkennen, ihre Möglichkeiten und Potenziale zu erkennen und auszunutzen. Und schließlich soziale und emotionale Fähigkeiten, die uns helfen, zusammenzuleben und zusammenzuarbeiten. So einfach, so anspruchsvoll, das sagt er ja auch schon ein bisschen länger, und die OECD hat auch solche Schlüsselkompetenzen, glaube ich, 2002 schon mal relativ gut beschrieben. Ich komme jetzt aus Norddeutschland, deswegen dieser Vorbehalt, dass ich nicht weiß, ob Sie Andreas Schleicher hier auch so wahrnehmen. In Deutschland wird er immer als derjenige, oder nicht immer, häufig als derjenige charakterisiert, der für die große Standardisierung und die Testeritis zuständig wäre und das alles losgelöst hätte. Eigentlich würde ich sagen, das ist ein großes Missverständnis. Schleicher wäre sicher nicht einverstanden mit dem, was bildungspolitisch aus dem gemacht wurde, was von PISA ausgelöst worden ist. Ein zweites und ein drittes Missverständnis noch. Ein zweites Missverständnis habe ich hier mal eingekringelt. Schleicher sagt nicht,
dass es sowas wie Faktenwissen gar nicht mehr braucht. Er sagt, man muss damit etwas machen können, dafür braucht man dieses Faktenwissen auch. Ob man das über Google oder aus seinem Wissensschatz nimmt, wie viel Wissensschatz man vielleicht auch schon braucht, um überhaupt Google-Ergebnisse richtig einsortieren kann, darüber steht hier erstmal gar nichts drin. Ich unterstelle jetzt Schleicher erstmal, dass er schon sagt, dass man das auch weiterhin braucht. Es reicht nicht aus, nur Metakompetenzen zu haben. Das heißt, es ist alles noch viel schwieriger. Wir müssen nicht nur so einen Wechsel haben, sondern es kommt auch noch obendrauf. Es kommt zusätzlich zu dem, was wir an Bildungszielen bisher hatten, hinzu. Und drittens, er redet überhaupt nicht nur von Schülern, er redet allgemein von Menschen. Und wir sprechen natürlich auf dieser Tagung sehr viel über Schule, ist ja auch der Schwerpunkt. Ich behaupte aber, dass fast alle Ausführungen, zumindest die ich mir jetzt so ausgedacht habe, allgemein für Menschen in dieser sich wandelnden Gesellschaft zutreffen. Für Erwachsene genauso wie für Kinder und Jugendliche. So viel zur pädagogischen Grundlage. Hier kommt die technische Grundlage. Die haben Sie alle in ihren Hosentaschen. Nee, ich habe auf Twitter gesagt bekommen, ich soll es nicht immer sagen mit den Hosentaschen. Frauen haben ihre Smartphones nicht in der Hosentasche. Wo haben Frauen ihr denn ihre Smartphones? In der Handtasche. Okay. In der Hand, ja, das auch. Das hier wird umgangssprachlich und etwas verniedlichend sehr oft als Handy bezeichnet. Das ist es natürlich nicht. Auch da muss ich in diesem Raum wahrscheinlich nicht sehr viel zu sagen. Es ist ein Computer, mit dem man auch telefonieren kann, mehr oder weniger zufällig. Es ist eine von 1000 Funktionen. Es ist insofern natürlich auch ein tragbares Telefon, aber es hat auch mindestens 999 andere Werkzeugfunktionen. Ich lese Ihnen die jetzt nicht alle vor. Sie können sich da jetzt raussuchen, was Ihnen am meisten zusagt oder wo Sie auch widersprechen würden. Da steckt alles da drin. Insofern, der einfache Vergleich wäre jetzt erstmal nur der mit dem Schweizer Taschenmesser, mit den 1000 Werkzeugen. Da kann man jedes Werkzeug auch noch für ganz unterschiedliche Zwecke einsetzen. Also es ist ja nicht so, dass das alles dann schon eine Antwort wäre, wenn man wüsste, das ist folgendes Werkzeug. So wie beim Messer, am Taschenmesser man natürlich auch ganz unterschiedliche Sachen damit machen kann. Also man kann mit dem Messer, wenn man unterwegs ist, ein wunderbares Essen zubereiten oder jemand anders verletzen. Und genauso ist natürlich auch der Werkzeugcharakter von so einem mobilen Computer oder Computern allgemein anzusetzen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, ist dieser Werkzeugcharakter natürlich noch nicht alles, sondern es ist auch noch der Ausgangspunkt für Zusammenarbeit und Kommunikation mit der Welt dort draußen und um uns rum. Und insofern ist diese digitale Vernetzung eben nicht mehr loszulösen von dem Rest der Welt. Wie wir eingangs gehört haben, man kann das i in Lernen oder in E-Learning jetzt weglassen. Muss man wohl auch sagen, das Digitale kann man auch weglassen. Und man spricht halt über konkrete Themen und bei denen spielt das Digitale dann eine mehr oder weniger offensichtliche oder nicht offensichtliche Rolle. Was ist dieses Gerät dann also stattdessen? Die beste Metapher, die ich bisher für mich gefunden habe, um das zu erklären, was dieses magische Gerät ist, ist tatsächlich dann auch etwas aus einem magischen Buch. Es ist Hermines Handtasche mit unaufspürbarem Ausdehnungszauber. Gibt es jemanden im Raum, der über dieses Licht herrschen kann eigentlich? Falls ja, es wäre toll, wenn wir hier vorne ein bisschen weniger Licht hätten, weil es ist ein ganz düsterer Filmausschnitt, den ich jetzt mitgebracht habe. Er stammt aus dem Film Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Wer kennt diesen Film oder das Buch? Dann muss ich kurz eine Zusammenfassung geben. Die Helden, Harry Potter und seine zwei Freunde, Hermine und Ron, sind zwei Filme lang auf der Flucht eigentlich und sind an ganz verschiedenen Orten unterwegs. Und Harry Potter ist nur vordergründig eine sehr technologieferne Geschichte. Alles, was bei uns in der Welt so mit Technologie gelöst werden würde, wird da halt mit Zaubern gelöst. Und die Autorin des Buches, beziehungsweise der Filme, die dann auf der Grundlage des Buches erschienen sind, hat das halt so ersetzt, dass sie Hermine, der Protagonistin, eine Handtasche mitgibt, in der alles drin ist. Die sieht von außen aus wie eine ganz normale Handtasche, aber da kann sie beliebig Sachen reintun und rausholen, was man eben von außen überhaupt nicht sehen kann, was da alles drin ist. Nämlich zum Beispiel Bücher, wenn sie Informationen brauchen, zum Beispiel neue Kleider, wenn sie mit einer anderen Identität auftreten wollen, ein anderes mehr. Sie hat da jetzt in ihrer Handtasche rumgewühlt und da konnte sie halt all diese Sachen rausholen, von denen da gerade die Rede war. Das
was denn tatsächlich jetzt neu daran ist und wo es tatsächlich, denke ich, auch schwierig ist im Vergleich mit anderen Leitmedienwechseln, die es vorher gab, ist, dass bei diesen Geräten, die wir in der Hosentasche haben oder bei dieser magischen Handtasche, tatsächlich alles von 0 auf 100 da ist oder von 0 auf 1000. Das ist was, was wir gesellschaftlich nicht so richtig kennen, vergleichbar, und was wir auch biografisch nicht kennen. Also wir kennen es eigentlich, dass wir Neuerungen dann doch eher Schritt für Schritt kennenlernen und nicht, dass wir plötzlich in die Hand eines 8-jährigen Kindes alle Möglichkeiten auf einmal geben, von denen wir als Erwachsene selbst überfordert sind. Und ich denke, das ist das, was diesen Leitmedienwechsel auch von den vorherigen unterscheidet und weswegen wir mit sehr viel Irritation gerade im Bildungsbereich zu tun haben. Diejenigen, die unter Ihnen schon etwas länger Filme gucken, wissen, dass es auch bei Harry Potter nur geklaut ist. Gucken, ob ich jetzt auch noch zur nächsten Folie komme, nachdem der Film nicht funktionierte. Nein. Eigentlich hätte ich weitere Folien. Mary Poppins hatte so eine Zauberhandtasche schon deutlich früher, 1964. Und als sie kommt, holt sie da halt irgendwie so einen Kleiderständer raus und eine Zimmerpflanze und einen Wandspiegel, glaube ich, und ähnliches mehr. Der Unterschied ist jetzt so ein bisschen, dass sich manchmal diese Rollen verdreht haben und wir Erwachsenen sind eher diejenigen, die hier so am Rand stehen und staunend zugucken, was da so alles drin ist in dieser magischen Handtasche. Das so viel jetzt erstmal zur Verortung, pädagogisch-gesellschaftliche Grundlage nach Schleicher, technisch-gesellschaftliche Grundlage nach Harry Potter oder Mary Poppins, je nachdem. Und wenn man sich jetzt 2015 anguckt, wie sehr diese beiden Debatten um einen pädagogischen Wechsel und einen technologischen Wechsel denn zusammen oder getrennt voneinander geführt werden, dann passiert Folgendes. Jetzt widerspreche ich mir mit dem schlimmsten Effekt meiner Präsentation, aber ich musste das einmal machen, Entschuldigung. Im Moment werden diese Debatten eher nicht integriert geführt, vorsichtig gesagt. Wir jetzt als Gesellschaft quasi sind davon offensichtlich auch mindestens schon mal doppelt überfordert, weil das eben zwei sehr große Herausforderungen sind und trennen das aber eigentlich in den Diskussionen, um vielleicht wenigstens erstmal das eine in den Griff zu kriegen und nicht noch die Komplexität zu erhöhen, indem wir beide Diskussionen zusammenführen. Hinzu kommt noch ein Gedanke von Martin Lindner, den ich sehr schätze, der ja seit langer Zeit in seinem Buch schreibt, der digitale Klimawandel. Von dem habe ich gelernt, dass eben dieses mit dem Klimawandel ein sehr treffendes Bild ist, um zum Beispiel den digitalen Wandel, aber auch den pädagogischen Wandel eigentlich zu beschreiben. Das ist eben nichts, was über Nacht kommt und Montagmorgen plötzlich ganz anders wäre, sondern wir sind uns alle schon darüber klar, auch diejenigen, die hier nicht im Raum sind, würden die meisten noch zustimmen, dass sich da zum Beispiel durch die Digitalisierung mittelfristig sehr markant was ändert. Aber es ist nicht so, dass wir so einen großen Handlungsdruck haben, dass wir sagen müssten, wir müssen zu nächster Woche was ändern. Noch nicht mal zum nächsten Monat, noch nicht mal zum nächsten Jahr. Es gibt tatsächlich immer Sachen, die gerade dringender sind. Das ist diese Unterscheidung mit wichtig und dringend. Genauso wie das bei unserem atmosphärischen Klimawandel ist, ist es vielleicht da auch ein Stück weit so, dass man eben die grundlegende Auseinandersetzung mit dem Thema immer noch ein bisschen weiter aufschieben kann. Noch ein altes Bild. Gab es sowas in Österreich? Wie hieß es bei Ihnen? Sprachlabor, okay. Westdeutsch Sprachlabor, Sprachkabinett im Osten, habe ich schon gelernt bei einem Vortrag. Das ist so ein bisschen für mich jetzt erstmal die Metapher für die alte Schule. Da mag man natürlich 2015 zu Recht dagegen werden, naja, so sieht ja eine Schule heute nicht mehr aus, aber in der Gegenüberstellung von dem traditionellen Bild von Schule und dem neuen Bild von Schule, finde ich, funktioniert das immer noch relativ gut, weil grundsätzlich ist das Lernen heute nicht ganz stark davon verändert. Die Frage ist immer, wer hat die Kontrolle über bestimmte Entscheidungen? Und Schule ist eine ganz stark kontrolldominierte Institution, sowohl als Institution als auch von der Lehrkraft. Und Kontrolle möchte ich Sie bitten, jetzt erstmal für die nächsten 4 Minuten komplett wertfrei zu nehmen. Also Kontrolle wird ja oft gerade bei uns Pädagogen als irgendwie problematisch gesehen und zu viel Kontrolle, oh weh. Erstmal Kontrolle ganz nüchtern. Wer entscheidet über etwas? Und wenn man jetzt so ein Gerät hat in der Hosentasche, jeder von denen, der da sitzt, von den Lernenden, dann hat man einen Kontrollverlust auf mehreren Ebenen. Das erste ist die Frage der Ausstattung. Traditionell entscheidet natürlich in Zweifel die Lehrperson darüber, welche Ausstattung genutzt werden kann. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, kulturelle Unterschiede, aber ich lerne ja heute ganz viel dazu. Ich durfte vor Einschulung 34 Jahren
vor 34 Jahren nicht entscheiden, was für einen Füller ich benutze, geschweige denn, dass ich vom Füller abweiche. Wie war das bei Ihnen? Durften Sie aussuchen, mit was Sie schreiben lernen? Nein. Einige wissen es nicht mehr? Okay. Gerade auch mit digitaler Technologie war natürlich auch bis heute eigentlich ganz klar, dass zu entscheiden ist, welche Technologie wann eingesetzt wird. Man musste ja extra in einen anderen Raum dafür gehen und den vorher vielleicht auch noch reservieren und so weiter. Erstmal ist diese Technologieausstattung jetzt plötzlich über die Hosentasche oder Handtasche. Was hat man denn bei Schülerinnen, wenn sie keine Handtasche haben? Also in irgendeiner Tasche in die Schule gekommen. Das hat ja auch die Institution oder die Lehrkraft hat ja auch die Schüler oder Schülerin nicht gefragt, ob sie das mitbringen können. Umgekehrt, die Schüler haben ja auch nicht gefragt, ob sie das mitbringen können. Also da ist so die erste Ebene des potenziellen Kontrollverlustes. Zweitens die Inhalte. Mit diesem Gerät sind 1 Million Inhalte genauso nah verfügbar wie das, was die Lehrkraft sich ausgedacht hat, was als Inhalt verfügbar ist. Das war vorher nicht so. Also es war ganz klar, ich habe jetzt 3 Arbeitsblätter ausgeteilt und das ist der Inhalt, der zur Verfügung steht, um dieses Thema zu bearbeiten. Und es war überhaupt nicht denkbar, dass man einen anderen Inhalt hinzuziehen könnte, ohne zumindest großen Aufwand dafür zu betreiben. Das andere sind die Arbeitsformen und Werkzeuge. Damit ist auch verbunden die Arbeitsformen und Werkzeuge erstmal als dasjenige, was natürlich auch über die Ausstattung zum Teil geregelt war, als dasjenige, was die Lehrkraft gesagt hat, wir machen jetzt Folgendes, jeder nimmt sich mal einen Partner und wir arbeiten im Tandem und arbeitet mal Folgendes zusammen und macht dazu ein, Plakat, was wir an die Wand hängen, Wandzeitung oder sowas. Und es war auch nur möglich, ein Wandplakat zu machen, wenn die Lehrkraft oder die Institution die Materialien dafür bereitgestellt hat natürlich. Jetzt kann man losgehen und sagen, wir würden aber gerne einen Stop-Motion-Film dazu machen oder ein Audiogespräch aufnehmen oder ein interaktives Quiz machen oder mit Scratch kurz was programmieren. Das alles ist auch wieder genauso weit entfernt, nur wie das, was die Lehrkraft bereitgestellt hat. Auch die Medienformen, Schule als klassisch natürlich sehr textgeprägte Einrichtung, werden da aufgewichen, weichen auf. Was wir natürlich jetzt ganz stark darin sehen, dass über das informelle Lernen, Lernen mit Video ganz stark als in Bedeutung zunimmt. Wir verlieren ein Stück weit die Kontrolle über Raumzeit und Vertraulichkeit. Natürlich hatte ich vorher auch noch nicht die Macht zu entscheiden, was aus diesem Raum rausgeht und was in diesem Raum drin bleibt. Aber es war natürlich ein deutlich kleinerer Kreis, den das sie ziehen konnte, als wenn Sie jetzt hier sitzen und die Hälfte schon von Ihnen getwittert hat, was ich für Unfug gesagt habe oder vielleicht auch irgendwas als Zitat getwittert habe, was ich gar nicht gesagt habe. Und wo das außerhalb dieses Raumes landet, ist jetzt wirklich vollkommen außerhalb meiner Reichweite. Das kann ich auch überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Natürlich wurde auch vorher schon was erzählt, dann zu Hause beim Mittagstisch oder abends oder sowas. Aber es waren sehr überschaubare Kreise im Vergleich zu der Weltöffentlichkeit, die da eigentlich heute hintersteht. Das hat auch mit der Zeit zu tun. Also wenn ich Ihnen jetzt Unsinn erzähle, Sie werden in der Regel in einem halben Jahr nicht mehr wissen, dass ich hier war und Sie mir zugehört haben. Dazu müsste ich jetzt noch von der Bühne fallen oder irgendwas Großes muss passieren, dass Sie sich daran erinnern. Aber das Zitat mit meinem Namen verbunden, mit diesem Ort verbunden, wird in einem halben Jahr und wahrscheinlich auch in 4 Jahren noch im Internet zu finden sein. Umgekehrt kann ich eben auch gucken, was Beat Döbeli schon vor 10 Jahren ins Internet reingeschrieben hat oder auf einer Tagung gesagt hat. Damit verbunden ist dann auch ein Verlust der Kontrolle über Vertraulichkeit, weil es gibt ja sogar auch noch eine Videoaufzeichnung. Das ist natürlich das höchste Maß an Kontrollverlust, das ich hier haben kann. Ich kann auch nicht mehr so 1:1 nachvollziehen, wer eigentlich beteiligt war an einem Lernprozess. Wenn die da sitzen und mit zum Beispiel Smartphones oder anderen vernetzten Geräten arbeiten, dann weiß ich nicht, welche Menschen oder Maschinen die Lernenden hinzugezogen haben, um ein Gesamtprodukt zu erstellen. Das ist natürlich schon immer der Kampf gewesen, die Kontrolle über, wer macht eigentlich was in der Schule und von wem stammt eine Leistung und wem kann ich sie zuordnen. Aber auch da haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, weil im Zweifelsfall mit so einem Gerät die Kommunikation mit jemandem, der über Skype auf Neuseeland zu erreichen ist im Chat, leichter ist als mit jemandem, der 5 Meter von mir entfernt im Klassenraum sitzt, wenn der nicht über ein technologisches Gerät dieser Art verfügt. Und das werden die Schulleiter unter Ihnen kennen, die Außendarstellung. Auch da verliert man jegliche Kontrolle dank solcher Plattformen wie, weiß ich nicht, Schulradar oder Ähnliches, wo alle Menschen etwas über meine Schule sagen, die ich noch nie kennengelernt habe.
Das alles zusammengenommen natürlich nur als potenzieller Kontrollverlust. Wir spüren den in der Praxis nicht so stark, wie man ihn zugespitzt erwarten könnte. Auch weil wir das relativ gut noch im Griff haben, indem wir versuchen, diese Kontrolle irgendwie aufrechtzuerhalten. Schlagzeilen, Handyverbot für Schüler am Elite-Internat und sowas gibt es so in Wellen alle paar Monate wieder. Aber das ist natürlich jetzt nur eine von zigtausend Schulen, an denen das gerade in der Diskussion ist oder natürlich auch schon durchgesetzt ist, wie man diese Kontrolle aufrechterhalten oder zurückgewinnen kann, die durch diese Geräte in die Schulen Einzug hält. Diese Folie habe ich vorhin kurzfristig geändert, aber ich habe die Animation falsch gesetzt, schade. Oben sollte jetzt stehen, wie hieß das Buch von 1982? Der Computer steht vor der Schultür. Das ist, was wir im Moment machen. Also wir versuchen ihn vor der Schultür aufzuhalten und zu sagen, hier muss der Computer draußen bleiben oder zumindest ausgemacht werden oder versteckt werden oder sowas. Ich will immer noch, wie Beat Döbeli so diese Sammlung immer macht, so eine Sammlung von verschiedenen Varianten und verschiedenen Namen für die Medienverbote haben. Mein Liebling ist die Unsichtbarregelung. Können Sie jetzt selbst überlegen, was das ist. Solange man nicht erwischt wird, geht es. Jetzt muss ich ein bisschen mehr Tempo aufnehmen, weil ich komme jetzt erst zu Teil 2. Aber sie werden immer kürzer. Teil C ist dann das kürzeste. Wohin geht die Reise? Meine Behauptung ist, wir stehen jetzt an einer Weggabelung, wie das mit dem Lernen weitergehen soll. Es gibt das schöne Zitat von Melvin Kranzenberg: Technik ist weder gut noch böse, noch ist sie neutral. Und da würde ich jetzt entgegnen, auf das Lernen bezogen, Technik macht Lernen weder besser noch schlechter, noch bleibt alles gleich. Das ist so ein bisschen Beats Rat mit dem nicht entweder oder, sondern sowohl als auch und irgendwas Seltsames dazwischen. Es steht ja in dem besagten Buch von Katrin Passig und Sascha Lobo, das Internet, Fluch oder Segen, kein Fragezeichen am Ende, was Katrin Passig immer sehr betont im Gespräch darüber. Da steht Fluch oder Segen, Punkt. Weil es ist eben sowohl als auch und irgendwas dazwischen. Man fängt neuerdings an, bei Folien kurz zu warten, wenn so viele Leute das Smartphone hochhalten. Ich warte noch kurz auf den Kollegen hinten, der das iPad hochhält. Möglicherweise kann man später mal sagen, in den Geschichtsbüchern wird stehen, wir hatten 2015 noch die Wahl zwischen zwei Richtungen für das sogenannte digitale Lernen. Digitales Lernen ist natürlich Quatsch, ne? Ist klar, aber Lernen im Angesicht des digitalen Wandels oder sowas ist auch immer nicht so sprachlich komfortabel. Sie wissen, was ich meine, wofür wir uns hier so zusammen getroffen haben. Die eine Richtung würde ich jetzt mal so ein optimiertes Lehren nennen, Adaptive Learning etc. passt darunter. Ich werde gleich noch genauer was zu jeder Richtung sagen. Das zweite hat gar keinen vernünftigen Oberbegriff. Aktives Lernen, problembasiertes, kollaboratives, kreatives, wie auch immer Sie diese Richtung nennen werden. Da auch wieder ein paar Beispiele, wie das aussehen kann. Das optimierte Lernen auf der einen Seite, das sind sowas wie Apps für Sprachenlernen. Also wenn Sie in einen beliebigen App Store gehen und auf den Bereich Education oder Bildung klicken, werden Sie sehen, dass mindestens ein Drittel der Apps, die da angeboten werden, sind irgendwas mit Vokabellernen zu tun hat. Das ist ein wunderbares Bild dafür, was eben sehr gut funktioniert im Moment mit dieser Technologie. Sehr angesagt natürlich die ganzen Lernvideos, Khan Academy, SofaTutor, Skoyo. Das Versprechen, dass jeder einen individuellen Lernweg gehen kann, nach seinem Tempo, nach seinen Vorlieben. Dass es unmittelbares Feedback immer gibt, ist wahrscheinlich auch was, was 1978 schon mal versprochen wurde, was eine Möglichkeit ist. Die Idee vom Adaptive Learning, dass die große Zuspitzung des Individualisierung des Lernwegs und der Optimierung des Lernwegs, das Computerprogramm passt meine Lernsituation genau an meine Bedürfnisse an, sagt, ah, du müsstest jetzt nochmal Folgendes lernen als Grundlage für das, was jetzt ansteht, etc. Die Grundidee ist also so ein bisschen das optimierte Lernen, für jeden Einzelnen individuell optimiert. Ein großes Missverständnis, fotografieren Sie noch nicht, ich streiche es jetzt alles durch. Weil es geht überhaupt nicht um Lernen, es geht immer um das Optimieren des Lehrens bei all diesen Sachen. Also es wird ja nicht das Lernen verändert, sondern das Lehrangebot, was dann eben die Maschine oder der Pädagoge mit der Maschine zusammen macht. Es geht um Sprachenlehren, was anders funktioniert. Das Vokabellernen funktioniert genauso, teilweise auch noch genau nach den gleichen Mustern. Diese Vokabelkärtchen werden halt digital abgebildet und angeboten. Es sind überhaupt keine Lernvideos, es sind natürlich Lehrvideos, die den Lehrvortrag optimieren, indem man vor- und zurückspulen kann und
wenn ich jetzt jedenfalls meine Teenager-Kinder angucke, auf doppelte Geschwindigkeit setzen kann. Und Adaptive Learning heißt eigentlich auch Adaptive Teaching. Also es geht auch da darum, das Lehrangebot zu optimieren. Ein Sinnbild dafür, ich tue dieser Schule immer Unrecht, weil ich war noch nie da, aber es gibt so eine schöne Metapher. Die medial sehr gefeierten iPad-Klassen oder Schulen, können auch andere Marken sein, aber irgendwie funktioniert iPad natürlich immer am besten im doppelten Sinne. Das ist so eine schöne Metapher. Die Geschichte mit dem Abitur erzähle ich mal wann anders, weil ich nicht so viel Zeit habe. Was ich Ihnen jetzt erzähle, ist, dass diese Schule sich rühmt, die modernste Schule Deutschlands zu sein und nicht nur jeder Schüler ein iPad hat, sondern auch noch ein Tisch, der extra dafür konstruiert wurde. Wenn Sie genau hingucken, können Sie das vielleicht sehen. Da ist so eine Aussparung in den Tisch gesägt, wo genau das iPad reinpasst. Und das ist für mich eine Metapher, die man sich nicht besser ausdenken könnte, um zu zeigen, wie man in einem alten Verständnis von Lernen bzw. Lehren neue Technologie einsetzt, nämlich an einem genau vorgesehenen Platz, einem genau vorgesehenen Zweck, wo es dann auch keine große Flexibilität gibt, weil es gibt schon räumlich nur diesen einen Ort für das Gerät und wie es dann eingesetzt wird. Genauso übrigens, jetzt erzähle ich es doch noch ganz kurz mit dieser Abiturprüfung. Die durften nur die Schreib-App dafür benutzen bei der Abiturprüfung. Also es war jetzt nicht irgendwie eine andere Prüfung, sondern es wurde halt damit geschrieben. Und kein Internet und sowas natürlich. Und es wurde sogar verboten in der Abiturprüfung, in diesem Versuch, die Tastatur zu benutzen. Man musste mit dem Stift auf dem iPad schreiben. Mit dem Argument, mit der Tastatur hätte man ja einen Vorsprung, weil man schneller schreiben kann. Eigentlich ist es eine Umsetzung dieses Verständnisses von Lernen und Lehren, wo es eben einen ganz klaren Platz, einen ganz klaren Zweck und eine ganz klare Idee von der Einbindung digitaler Medien in den Unterricht und in den Lernprozess gibt. Und das ist eigentlich auch das, was ich zumindest, wenn ich in Schulen komme, ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin sowas wie ein Berater, also die komfortable Situation, ich komme irgendwo hin, rede theoretisch irgendwas, gehe danach wieder und lasse die Leute bei der Umsetzung alleine. Die große Sehnsucht, die ich dabei erlebe, ist immer, ja, digitale Medien, aber können wir irgendwie das Kontrollierte haben, können wir bitte nur das gute Internet haben, das nicht ablenkende Internet, das nicht problematische Internet, diesen geschützten Raum, wie wir Schule ja auch verstehen. Und so ein bisschen ist das auch der Wunsch nach dem Schweizer Taschenmesser, mit dem man sich nicht verletzen kann. Das Problem ist natürlich, das geht nicht, weil es sind die gleichen Funktionen, die man ganz unterschiedlich nutzen kann. Man kann eben so eine, keine Ahnung, Gruppe auf WhatsApp nutzen, um gemeinsam sich auf eine Prüfung vorzubereiten oder gegenseitig zu unterstützen beim Lernen oder bei den Hausaufgaben. Und man kann so dieselbe Funktion nutzen, um sich zu verabreden, jemanden fertig zu machen. Also insofern, das ist, glaube ich, auch da ein Kampf gegen Windmühlen, dieser Versuch, das so unter Kontrolle zu bringen, dass es mit dem alten System funktioniert. Daher die These, man kann auch mit modernster Technik eine sehr altmodische Didaktik verfolgen. Wie kann jetzt das andere Bild aussehen? Mir fehlt immer noch der gute Überbegriff. Wir haben ja verschiedenste Konzepte. Ich habe jetzt mal aktives Lernen, neue Medien, was für ein Begriff, genutzt. Aber tatsächlich sind sie ja auch immer wieder neu für uns. In meiner Wahrnehmung fokussiert die Einbindung von digitalen Medien in Unterrichtskonzepte immer sehr, sehr stark auf den Aspekt der Information. Man kann was nachgucken, man kann, weiß ich nicht, googeln oder eine kurze Informationsrecherche machen oder sowas. Das ist natürlich sehr gut, vernachlässigt aber wirklich vollkommen die anderen Aspekte, die alle auch noch in den digitalen Medien drinstecken und die man natürlich auch als Lernender einsetzen kann. Das ist die Kommunikation mit anderen, das ist die Produktion von Inhalten, also das Herstellen von Produkten, von Wissensartefakten. Das ist der Aspekt der Zusammenarbeit, Kooperation und Kollaboration mit anderen Lernenden. Und wenn man will, ist es natürlich auch noch die Publikation, dass man seine Lernergebnisse mit dem Rest der Welt oder vielleicht auch nur mit einem kleinen Ausschnitt des Rest der Welt teilen kann. Wobei diese Bausteinmetapher natürlich eigentlich auch falsch ist, muss man schon wieder sagen, weil die Teile ja nicht irgendwie so nebeneinander liegen und einfach voneinander zu trennen sind, sondern die sind eben komplex miteinander verwoben. Aber auch da muss man wieder sagen, sind wir auch noch nicht scharf genug in unserer Sprache und in unseren Argumenten, um an Beat anzuschließen. Ich muss noch mehr mit dem Tempo anziehen. Okay, aktives Lernen, wie kann es aussehen? Es gibt die berühmten 3Ps, arbeiten an Problemen in Projekten für Produkte. Ich erzähle Ihnen da nichts Neues, das kennen Sie alles im Zweifelsfall besser als ich. Produktion von Wissensartefakten, Bilder, Videos, Texte, Hypertexte, Podcasts produzieren, um zu zeigen, um das zu externalisieren, exteriorisieren, je nachdem, welcher Lerntheorie Sie jetzt anhängen, dass man kreativ ist im Sinne von schöpferisch, also etwas
herstellt. Meine Lieblingsidee ist das mit den Prüfungen Open Online. Es gibt ja das Konzept von Open Books Prüfung. Ich überlege, was es bedeuten würde, wenn man Prüfungen so setzt, dass sie wirklich alle Hilfsmittel benutzen dürfen, sogar auf andere Menschen zurückgreifen können als Hilfsmittel. Wenn man so eine Prüfung hätte, das wäre eine wahrhaft kompetenzorientierte Prüfung. Kann man ein bisschen gucken, natürlich in den Assessment Centern, wie die das machen, und teilweise zumindest in Deutschland, die Beispiele, die ich kenne, die gut sind, sind aus dem Bereich der beruflichen Bildung. Individuelles, kollaboratives Arbeiten im Austausch mit der Welt draußen. Und die Grundidee dahinter ist natürlich eine andere, ist jetzt nicht das optimierte Lehren, was ich im ersten Ansatz versucht habe zu skizzieren, sondern das aktive, vom Subjekt ausgehende, sich Welt aneignen als Lernen. Ich überspringe leider jetzt das Beispiel aus Kassel und zeige Ihnen das aus Tokio. Ich habe ein Beispiel genommen aus Tokio, weil es auch da um Vokabellernen und Sprachelernen geht, was ja eigentlich so für mich immer das Musterbeispiel für den ersten Ansatz ist. Das ist ein Beispiel von Hiroki Iwai, der an der Universität Osaka Studierende hat, die Deutsch lernen sollen. Und der macht auch da was mit iPads. Als erstes macht er so Ausspracheübungen. Die müssen also bestimmte Wörter sprechen, die dann vom iPad erkannt werden. Und wenn sie es halt nicht so richtig verständlich sprechen, erkennt das iPad das auch nicht. Er nutzt umgekehrt auch die Sprachausgabesoftware. Das kennen Sie wahrscheinlich auch alles ganz gut. Er hat so ein Scriptwriting, weil die ein kleines Video erstellen sollen und können dann das Skript mit verschiedenen Beispielsätzen und zum Wörterbuch unterstützend erstellen. Dann müssen die ihre Texte lernen für das Video, was sie erstellen. Dann müssen sie das Video drehen, auf YouTube hochladen. Es gibt kein japanisches Wort für Datenschutz übrigens. Und dann das Ganze mit der Untertitelfunktion von YouTube nochmal verschriftlichen, diese Sprache. Und er hat ein kleines Video davon online gestellt, das ich Ihnen jetzt zeige. Man versteht nicht so viel, weil es ist hauptsächlich japanisch untertitelt. Aber man versteht das, was die Studierenden machen, denke ich. Als ich das gesehen habe auf einer Konferenz in Japan, habe ich gedacht, naja, ist ja auch relativ banal vieles dahinter. Und ich glaube aber auch, das ist irgendwas, was man, wenn man Beat Döbelis Thesen ernst nimmt, auch einfach sagen muss. Das ist irgendwie, was auch ja sehr gerne die Journalisten immer sehen wollen, machen Sie doch jetzt mal irgendwie was ganz Revolutionäres. Das sieht aber jetzt gar nicht so revolutionär aus, was Sie da machen. Nein, also Beat Döbeli hat, glaube ich, beim Vortrag vor 10 Jahren schon mal gesagt, das Revolutionäre ist daran, dass man dieses Ding nicht mehr im Mittelpunkt hat, beziehungsweise dass es allgegenwärtig ist und selbstverständlich und dadurch gerade nicht im Mittelpunkt stehen muss. Und man nicht sagt, man macht jetzt was mit digitalen Medien, sondern man nutzt die Medien für das, was man sinnvollerweise damit machen kann und für andere Sachen eben nicht. Die Frage nach dieser Weggabelung wird sich dann rückblickend beantworten lassen. Im Moment habe ich den Eindruck, es geht eher in diese Richtung des optimierten Lehrens, also Lernenden beschreiten einen Lernpfad, der sich individuell für sie anpasst, indem wir aber eigentlich das Modell von Lernen und Unterricht nicht groß verändern, keine andere Lernkultur, um den Titel der Tagung aufzugreifen, benutzen. Ein anderer Vortrag ist, wohin uns das führen wird. Wer Dave Eckers The Circle gelesen hat, weiß, dass wir Schritt für Schritt jeden einzelnen Schritt in ein total überwachtes System immer sehr willkommen heißen. Möglicherweise machen wir das gerade auch im Bildungssystem. Das ist aber ein anderer Vortrag. Und die andere Lernkultur ist eben dieses aktive Lernen, wo jeder Lernende sich einen eigenen Lernpfad gestalten muss. Wenn man sich das jetzt anguckt und sagt, na gut, wir stehen an so einer Weggabelung für die digitale Lernkultur, dann muss man auch da wieder sagen, wir lassen es eh weg. Das hat nicht viel mit digital zu tun, sondern wir stehen an einer Weggabelung für die Lernkultur und der Einsatz digitaler Technologien, glaube ich, festigt den einen oder anderen Weg oder katalysiert den einen oder anderen Weg. Wenn wir aber morgen alle Leute, also Schüler und Lehrende mit einer 1:1-Ausstattung beglücken würden, glaube ich, dass das erstmal das zementieren würde, was als Lernkultur schon da ist. Insofern, letzter Abschnitt in 1,5 Minuten. Ich glaube, die neue Lernkultur ist für uns enorm herausfordernd, weil dieser Kontrollverlust, den ich skizziert habe, natürlich vom Potenzial aussehend, umgekehrt gesagt, der Kontrollverlust der Lehrenden ist potenziell die Emanzipation der Lehrenden. Also das ist ja eigentlich unser Bildungsideal, was da steht, dass der Lernende Kontrolle hat und souverän ist über die Ausstattung für das Lernen, über die Inhalte für das Lernen, über Arbeitsformen und Werkzeuge für das Lernen etc. selbst zu entscheiden. Wenn man sich das alles anschaut, dann muss man aber sagen, das ist nicht nur diese Herausforderung, sondern insgesamt eine dreifache
Herausforderung für die Lernkultur. Denn wir haben nach wie vor, Andreas Schleicher sagt, man braucht auch immer noch Wissen, es kommt nur noch was obendrauf, immer noch die Herausforderung durch das Fachliche beim Lernen, die ist immer noch da. Wir haben die Herausforderung durch eine neue Lernkultur, man sagen muss, das ist was, was wir als Lehrende und als Lernende auch gerade erst lernen. Und dann ist das Ganze noch Umgebung von einer Herausforderung einer sich wandelnden Medienwelt, die als dritte Ebene hinzukommt. Ich habe jetzt drei Grafiken, die sollen von der Größenordnung nicht für die Bedeutung des Inhalts stehen, sondern nur proportional, nee, nicht proportional, sondern nur das Verhältnis zueinander, was umschließt. Also alles ist in diese Medienwelt eingebunden. Und darin versuchen wir gerade dann teilweise eine neue Lernkultur zu schaffen und darin haben wir immer noch die Herausforderung des Fachlichen oder wie wir im letzten Jahrhundert gesagt hätten, des Stoffes für den Unterricht. Und wenn wir das jetzt alles zusammen, dann muss man sagen, das überfordert unsere Lernenden doch, das alles gleichzeitig wechseln zu wollen. Und vielleicht, ich traue mich das nicht auf die Folie zu schreiben, aber vielleicht überfordert das auch unsere Lehrenden. Und da muss man provokant sagen, ja, natürlich, das haben die ja nie gelernt. Und in der alten Lernkultur werden sie es auch nicht lernen. Ich spare Ihnen die letzte Folie, damit wir vielleicht noch zumindest für eine Frage oder einen Protest die Möglichkeit haben, dass Sie was erwidern können. Insofern mache ich da einen Punkt. Sie sehen, ich ende ohne einen Lösungsvorschlag. Die Frage ist tatsächlich, ist es nur eine dreifache Herausforderung oder ist es eine Überforderung, mit der wir nicht umzugehen wissen? Deswegen vermeiden wir vielleicht auch, uns diese Herausforderung zu stellen. Oder kriegen wir das irgendwie gebacken und in den Geschichtsbüchern wird später stehen, ja, 2015 sah das sehr schwierig aus und es war auch schwierig, aber wir haben das geschafft. Vielleicht haben wir noch Zeit für ein oder zwei Fragen. Danke erstmal für Ihre Geduld beim Zuhören.